heute mal wieder ein Video zum Thema Schwangerschaft. Und zwar habe ich mich mal wieder selber getaggt. Ich habe mich einfach mal selber eingeladen und mache heute mal den Schwangerschaftstag, weil ich den auch ganz schön finde. Und wie gesagt, fühlt euch von mir getaggt. Jeder kann mitmachen, der sich da angesprochen fühlt, der auch gerne mitmachen will. So, ich bin stets. So, und dann fange ich mal an. Ich habe hier mein Handy, deshalb gucke ich hier immer so ein bisschen. Was war dein schönstes Erlebnis bis jetzt in der Schwangerschaft? Mein schönstes Erlebnis bis jetzt in der Schwangerschaft war bestimmt, als es diesen ersten Ultraschall gab, wo meine Kleine wirklich als ein kleines Baby zu erkennen war. Sie war zwar erst, weiß ich nicht, 5 cm oder so groß, aber da war eigentlich schon alles dran und es war so schön, dass ich da auf der Liege mir die Tränen nicht verdrücken konnte. Ich war ja vorher zur Feststellung der Schwangerschaft da wurde auch ein Ultraschall gemacht und da war sie ja nur so ein kleiner pulsierender Punkt und ich hatte gar nicht damit gerechnet und sie war auch noch wach und hat sich bewegt, so hat mit den Armen und mit den Beinen gewackelt und ich war einfach vollkommen überwältigt, weil ich nicht erwartet habe, dass man da schon so ein kleines, komplettes Menschlein sehen kann. Das war total schön und da hat sich dann bei mir auch der Schalter umgelegt, okay, du bist schwanger, du hast da ein kleines Baby in dir und das war total schön. Was war dein schlimmstes Erlebnis bis jetzt in der Schwangerschaft? Ja, erzähle ich das oder erzähle ich das nicht? Na gut, okay. ich hatte einmal Angst, dass ich Blutungen bekommen habe. Also das war nachts 12:30 oder so. Und ich war vorher schön baden und so weiter und so fort. Habe mich fertig gemacht, bin dann nochmal auf Toilette gegangen und das ganze Toilettenpapier war blutrot und ich habe mich natürlich total erschrocken und ich habe auch immer wieder nachgewischt und es kam immer wieder Blut. Ja, das war natürlich Horror. Das war in der 16. Schwangerschaftswoche, das weiß ich noch ganz genau und wie gesagt, okay, das war's jetzt. Jetzt ist irgendwas, jetzt kommt eine Fehlgeburt oder irgendwas. Das wäre ja ein Wunder, wenn hier mal alles so geklappt hätte. Ich habe zu meinem Freund gesagt, dass ich Blutung habe. Wir müssen ins Krankenhaus fahren und wir sind dann gleich losgefahren in die Notaufnahme, hoch in den Kreissaal. Und wir mussten dann noch warten ewig, weil... toll, gerade jetzt bei dem Thema. Das war jetzt mein Benachrichtigungston. Ich habe ihm extra geschrieben, er soll nicht schreiben. Naja, und wir mussten dann noch eine ganze Weile warten, weil da war eine Notsektion, war auch nicht ohne. Die Frau musste in Vollnarkose gelegt werden und das kleine Baby musste auf Intensiv. Ja, und es war natürlich nachts, da waren nicht allzu viele da, deshalb musste ich da noch warten und das kam mir natürlich total ewig vor. Ich dachte in der Zeit, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Es kam mir einfach nur ewig vor. Im Endeffekt waren es vielleicht 20 Minuten oder so. Und ja, dann kam endlich die Ärztin und ich habe mich da auf die Liege gelegt. Sie wollte Ultraschall machen. Ich habe schon damit gerechnet, dass das Herz hier nicht mehr schlägt oder irgendwas ganz Schlimmes ist. Und sie hat aber geguckt, da war alles in Ordnung. Das Herzchen hat geschlagen. Den Stein, der mir da vom Herzen gefallen ist, den hättet ihr gehört. Auf jeden Fall. Und ja, dann sind wir noch rein, dann musste ich noch auf dem Stuhl, dann hat sie noch eine vaginale Untersuchung gemacht sozusagen und sie hat gesagt, also ich kann kein Blut feststellen und ich so, okay. Ich habe dann noch so zu meinem Freund so voll hilflos, weil das in dem Moment, Blut, da war das ganze Toilettenpapier voller Blut, war, habe ich dann noch zu meinem Freund gesagt, ich habe es dir gezeigt, ja, ich habe es ihm gezeigt und er hat gesagt, ja, es stimmt, das war wirklich so. Und ja, dann ist der Finger eine Etage tiefer gerutscht und
dann hat sie so geschaut, aha, da haben wir ja das Blut. Ja, das kam sozusagen von einer Etage tiefer, von den lieben guten Hämorrhoiden. Und ich kannte sowas vorher nicht. Man kriegt das in der Schwangerschaft und geht auch relativ nach der Schwangerschaft relativ schnell wieder vorbei. Und das kam halt daher. Und die können richtig wie Sau bluten, habe ich dann gelernt. Und das war dann in meinem Fall so. Und das war mir dann hinterher ein bisschen peinlich, weil die Ärztin da übelst von der Notsektion kam und ich habe im Endeffekt nur ein anderes Problemchen. Naja, aber sie hat schon gesagt, das ist schon richtig. Man muss immer kommen, wenn man sich nicht unsicher ist, und man erschreckt sich dann natürlich, wenn Blut ist und man kennt es nicht. Und die hat dann gesagt, ich soll mir eine Salbe holen und dann geht das schon. Ja, das war eigentlich mit das schlimmste Erlebnis, weil ich da wirklich mal Angst hatte um meine Schwangerschaft und um meine Kleine. Ohne welches Lebensmittel kannst du zurzeit nicht überleben? Gibt es einige. Aber einen ganz großen Jeeper habe ich zurzeit auf diese große Milka-Schokolade. Da gibt es ja diese Riesentafeln und die heißt Schoko und Keks. Und die lege ich mir immer im Kühlschrank, dass die richtig kalt und knackig wird. Und Leute, die ist so lecker. Ey, die hält keinen Tag. Aber ich will nicht wissen, wie viel Kalorien diese Tafel Schokolade hat. Aber ich habe meinem Freund auch schon wieder geschrieben, er muss so eine Tafel mitbringen heute. Und das ist das, auf was ich überhaupt nicht verzichten kann. Es tut mir leid, ich habe dann nach der Schwangerschaft umso mehr Arbeit abzunehmen, aber es ist egal, ich komme, kann ich ohne, es geht nicht. Belegst du ein typisches Klischee? Ein typisches Klischee? Jetzt auf die Schwangerschaft bezogen? Naja, vielleicht das mit dem schwerfällig sein, dass ich laufe wie in die Hosen gemacht manchmal, weil ich nicht richtig laufen kann. Vielleicht ist das ein typisches Klischee. Aber ja, launisch bin ich auch. Also bestimmt, so manche Klischees belege ich auf jeden Fall. Ist dein Partner mit mir schwanger? Dazu kann ich ganz schnell sagen, nö. Mein Freund ist sowieso so einer, der braucht was Handfestes. Also ich möchte jetzt nicht sagen, er kann jetzt nichts mit meiner Schwangerschaft anfangen, aber ich glaube, bei ihm legt sich der Schalter erst um. Der ist jetzt Papa, wenn die Kleine in seinen Armen liegt. Er hat es mir auch anfangs gar nicht richtig geglaubt, wo ich gesagt habe, dass ich schwanger bin. Er brauchte da immer handfeste Beweise, also ein Ultraschallbild oder so, und dann hat er es mir erst geglaubt. Der ist da mehr so der rationale Typ und ist jetzt auch nicht so, der immer übelst den Bauch küsst und so weiter und so fort, weil das ist für ihn noch nichts Handfestes. Das gibt's aber. Man darf den Männern da nicht böse sein, weil es ist einfach so, sie sind dadurch keine schlechten Väter oder so. Es ist natürlich wunderschön, wenn ich immer höre von meinen bekannten Freundinnen, dass die Freunde so richtig ihre Freude zeigen und den Bauch knutschen und überfürsorglich sind und mitschwanger sind und auch zunehmen und so weiter und so fort. Aber das ist bei mir halt nicht so, und man darf es denen nicht übel nehmen. Ja, spätestens wenn er die Kleine im Arm hat, legt sich bei ihm der Schalter um und das kommt von ganz automatisch. Also ich bin ihm da jetzt nicht böse und ich habe das auch vorher schon gewusst. Er ist auch nicht jemand, der gerne über Gefühle redet oder Gefühle zeigt und so weiter und so fort. Aber das hat ja nichts zu heißen, dass er keine hat, ne? Also, aber mitschwanger ist er nicht, nein. So, was erwartest du Geschlecht? Na, das wirst du doch, ein Töchterchen. Welches war, ist dein stärkstes Schwangerschaftssymptom? Naja, aktuell sind es diese Beschwerden, dass mein Bauch hart wird. Und ansonsten schon, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, also sagen wir jetzt mal eine Anfangszeit, haben meine Brüste sowas von wehgetan, dass das das stärkste Schwangerschaftssymptom war. Man konnte nicht drankommen oder einen festen BH tragen. Das war, tat so weh, wie als ob da 1000 Nadeln drin sind. Das hat so, das war noch krass mit. Wem wolltest du als erstes von deiner Schwangerschaft erzählen? Na, meinem Freund.
Beim Freund natürlich und dann meiner Mutti. Was war das Erste, was du für dein Baby gekauft hast? Das war diese wunderschöne Schweinelampe, die da in meiner Babyecke hängt. Das habe ich mal gezeigt in meinem letzten Video zur Babyausstattung Teil 2. Eine wunderschöne Schweinelampe, wo die Nase so schön leuchtet. Und ich mag Schweine ja total. Die sind süß. Wie stellst du dir vor, wie dein Baby aussieht? Also auf jeden Fall stelle ich mir vor, dass sie große braune Augen hat. Meine Haarfarbe wird sich bestimmt durchsetzen, so ein bisschen rotblond. Und ansonsten denke ich mal, dass sie meinem Freund sehr, sehr ähnlich sehen wird, weil ich das ganz oft so sehe, dass die Töchter ihren Vätern sehr ähnlich sehen. Und das ist ja auch absolut in Ordnung. Er war ein richtig niedliches Kind. Und ja, auf jeden Fall fände ich es schön, wenn sie unsere braunen Augen vererbt hat, weil ich liebe das total, kleine Babys mit braunen Augen, das ist so niedlich. So, was war das Seltsamste, was du gegessen oder getrunken hast? Also dazu habe ich schon mal gesagt, ich habe diese komischen, außergewöhnlichen Fressanfälle eigentlich nicht. Nur das eine Mal, aber ich möchte meinen, das hätte ich auch vor der Schwangerschaft gegessen. Das eine Mal habe ich mir vom Bäcker ein Käsebrötchen und ein Kirschplunderteilchen geholt und habe dann immer so im Wechsel. Aber das hat wirklich geschmeckt und ich möchte auch meinen, dass das nichts mit der Schwangerschaft zu tun hat, weil ich finde sowieso die Kombination aus Käse und Obst oder Frucht total geil. Also Käse mit Marmelade oder Käse mit Weintrauben und es war wirklich lecker. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, ob es auf die Schwangerschaft zurückzuführen ist oder auf was auch immer. So, wie war die schönste Reaktion, als du von deiner Schwangerschaft erzählt hast? Na, das war sicherlich die Geschichte, die ich schon anfangs mal erzählt hatte. In meinen ersten Videos irgendwie Gefühle zur Erstschwangerschaft, wo ich es meiner Mutti erzählt habe und ich die schlimmste Reaktion erwartet habe, aber sie eigentlich total nett reagiert hat und mich gedrückt hat und so weiter und so fort. Das war die schönste. Ansonsten gab es keine besonderen Reaktionen. Nee, es wurde halt hingenommen. So, ab wann habt ihr realisiert, dass ihr schwanger seid? Also wann wir das realisiert haben, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann es mein Freund realisiert hat. Da kann ich nur von mir sprechen. Und das war, wie gesagt, so seit diesem ersten Ultraschall, wo wirklich das kleine Menschlein zu erkennen war. Und aber so richtig, dass ich, also realisiert habe ich es natürlich schon mit positivem Test. Da wusste ich es schon, aber so richtig, dann wo der Ultraschall war und so richtig schwanger gefühlt, habe ich mich aber erst wo der Bauch sich ein bisschen gekugelt hat. Also vorher so richtig, dass ich mich schwanger gefühlt habe, war irgendwie nicht. Ich wusste es, ich bin's, aber konnte mich dann noch nicht so richtig wie soll ich sagen, identifizieren ist Quatsch oder so reinversetzen. Ach, keine Ahnung, ihr wisst vielleicht, wie ich es meine. Seid ihr der Meinung, dass ihr überinformiert seid in Sachen Kind, Geburt, Schwangerschaft? Überinformiert? Nö, also das möchte ich nicht meinen. Ich möchte meinen, ich weiß schon so ein bisschen Bescheid, aber gerade beim ersten Kind, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich sauge die Informationen gerne auf, ich nehme alle Informationen an. Ich bin auch nicht böse, wenn mir irgendjemand kluge Ratschläge erteilt, weil die meint es einfach nur gut. Und nö, überinformiert fühle ich mich noch nicht. Fastfood oder gesund? Wie macht ihr es? Kombination aus beiden. Also, es gibt einfach die Tage, wo ich dieses Fastfood wie mal eine Pizza oder mal bei McDonald's ranfahren oder so, wo ich das einfach brauche. Wa? Ja, weil ich weiß nicht, ich esse gesund, ich esse jeden Tag meine Banane, meine Milch, meine Schwangerschaftsvitamine, weil ich nicht so viel Obst und Gemüse vertrage, nur bestimmte Sorten. Ich habe da vielleicht so eine Art Fruktoseintoleranz, sowas. Und ich kombiniere beides. Also ich fühle mich auch schlecht, wenn ich merke, oh, irgendwie habe ich heute ja nur Scheiße gegessen.
Und dann werden mal noch Weintrauben geholt oder eine Banane oder Milch oder Tee oder sowas in der Art. Aber ja, und ich scheine es ja richtig zu machen. Meine Kleine entwickelt sich prächtig und der geht's gut. Und deshalb, also dieses ganz manische, oh, nur noch gesund und frisch kochen und so weiter und so fort, habe ich gar nicht. Also habe ich auch nicht den Drang danach. Ich koche sehr gerne. Aber ich bestelle mir auch gerne mal was oder ich gehe auch gerne, fahre auch gerne mal irgendwo ran beim Drive-In oder was weiß ich. Und ich denke, man sollte es da auch nicht übertreiben, weil es trägt auch zum eigenen Wohlgefühl mit bei. Ja, weil das würde mich irgendwie unglücklich machen, wenn ich immer nur noch da sitzen würde und meinen Salat essen würde und mein Kartoffelchen und so. Obwohl ich Kartoffeln liebe. Ich liebe alles mit Kartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffelgratin. Pommes, Kartoffelbrei, Kartoffelstampf, ach alles. Aber ja, man muss da so einen schönen Mittelweg finden und ich glaube, das habe ich. Ja. So, ihr Süßen, dann habe ich heute wieder eine ganze Weile lang gelabert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Dann kommt ja auch schon wieder bald mein Wochenupdate zur 32. Schwangerschaftswoche und. Ja, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Video. Tschüss!